Hallo liebe Leute, es ist soweit. Heute spielen wir Creepy Mario Maker 2 Level. Genau Leute, ich habe gewartet, bis es ein bisschen dunkel ist, so, damit es ein bisschen vielleicht gruseliger wird oder so, weil ich mache den Sound auch ganz laut, hoffe auf ein paar Jumpscares, dass ich mich erschrecke. Ich habe ein paar Creepy Level gefunden. Die Lichteinstellungen sind auch hier ein bisschen, ich versuche das ein bisschen so zu machen, dass es ein bisschen gruselig wirkt. Leute, lass uns rein ins Level kommen. Und zwar ganz am Anfang machen wir The Mystery of Luster Lake. Keine Ahnung, was es ist. Haben viele Leute geschafft. Also schwer soll es nicht sein. Da steht auch, was versteckt sich in den Tiefen dieses Flusses oder dieses Lake. Ja, okay, Lake ist ja eher ein See, ne? Ich hoffe, man sieht mich oder es ist vielleicht zu rot. Ich sehe aus wie der Teufel in der Cam. Ich sehe das schon. So, ich mache ein bisschen lauter, dass das richtig kommt, Leute. Das muss richtig knackig sein. Oh, den Soundtrack finde ich geil. Da ist die Laune erstmal ganz, ganz weit oben. So, da geht's rein. Ey, der Sound. Ey, man kann die Musik einfach ausmachen. Wie geil ist das denn? Oh, das muss richtig schön laut sein. Okay, ich werde mich richtig erschrecken. Okay, wohin? Alles dunkel. Oh Gott. Ey, das ist absolut geil. Oh, Digga, was? Ich kann das überhaupt nicht ab. Ich bin auch so schreckhaft bei Horrorspielen und so. Okay. Okay, das klingt süß. War da gerade Musik? Hä? Warum war da eben Musik und jetzt ist sie weg? Digga, was sind das für Dinger? Oh, ich glaube, die können mich nicht mal treffen, aber ich bin viel zu rot, oder nicht? Das ist doch ehrlich, ich sehe aus wie... Aus der frischen Hölle geboren. Machen wir das nicht wieder anders. Machen wir mal so. Guck mal, so ist doch ein bisschen runter, so. Hallo. Okay, Checkpoint. Nix für schwache Nerven hier. Ja, okay, jetzt langsam. Jetzt, ja, komm. Ja, komm. Was war das? Okay, hier passiert was. Hier passiert was. Oh, die Musik. Die ganzen Geister hier, oh Gott. Ja, okay, den kann man aber easy ausweichen. Oh ne, meine Lieblingsfreunde, die Fischgräten, ihr kennt sie. Ich habe mir so eine Top-Liste rausgesucht, die creepy-mäßigsten Level hier, Mario Maker 2. Und das war auf Platz 3 oder 4 oder so, keine Ahnung. Das ist schon düster gemacht. Oh, was? Was? Okay, ich dachte gerade, jetzt vorbei. Ich war ausgerastet, Leute, ey. Okay, 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 rein da. Oh, wieder das sexy Lied hier. Ja, geschafft, geil, easy. Obwohl, da oben war doch was, oder? Ah, egal. Easy, geschafft. Aber von einem Deutschen. Descent into 1-1. Okay, ernsthaft noch ein 1 von 1, also Level 1-1 von Mario Bros, wie man es kennt. Das allererste Level, ein Remake. Vermeintlich, Leute, irgendeine dunkle Macht verbirgt sich. Ich will jetzt nicht wie so ein Jonathan Frakes aus X-Factor klingen. Okay, easy, das kennen wir doch. Alles, wie man es kennt. Das ist ein schönes Remake. Auch schön, wenn Leute einfach Level remaken, ist auch mal entspannt. So, lass uns das mal schnell beenden. Oh, ey, wer hier gestorben, Leute? Ich hätte mich so zum Affen gemacht hier online, Alter. Oh Mann, ey. Ja, okay, easy. Komm, die Blume nehmen wir mit, weil wir lustig sind. Zack, zack. Wunderbar. Guck mal, da oben verbirgt sich doch noch was. Das sehe ich doch. Da hat er doch noch was gebastelt da oben. Boah, ist hier eine Falle? Nee, ist nichts. Alles gut. Alles so, wie man es kennt. Also man kann gar nicht verkacken. Zack, hier. Scooter, alle Super Mario Bros. Und da ist auch schon das Ziel, oder? Ein Glitch in der Matrix. Habt ihr das? Da ist eigentlich die Fahne und hier ist eigentlich die Burg. Okay, es glitscht aber. Okay, da kann ich nicht rein. Was passiert jetzt? Verbannt in die Welt 1 von 1. Und wieder bin ich hier. Man lebt immer wieder das Gleiche durch. Aber hier ist ein bisschen was verändert, Leute. Eisblöcke. Ey, wie geil, ey. Oh, Leute. Remix. Ne, es ist einfach jetzt ein bisschen so glitchy, glitchy-mitchy. Okay, Goombas kommen hier raus. Okay, Galumbas oder Goombas mit Hut oder was auch immer. Oh ja, den nehme ich doch dankend an. Okay, verbannt in die erste Welt. Also ist so ein bisschen... Und noch ein Checkpoint. Nochmal ein Ziel. Natürlich ist hier nicht das Ziel. Es ist wirklich so ein bisschen mysteriös, creepy. Man erlebt immer wieder das Gleiche, so wie man es kennt, wie... wie heißt das nochmal, der Film? Täglich grüßt das Murmeltier. Leute, mein Gehirn arbeitet echt ein bisschen langsam, Leute. Täglich grüßt das Murmeltier. Kennt ihr den Film? Da ist es auch so. Man erlebt immer wieder den gleichen Tag. Man steht morgens auf und es ist wieder der gleiche Tag. Man erlebt die gleichen Sachen. Man trifft die gleichen Leute. Und genauso ist es hier aufgebaut. Wieder keine Fahne am Start. Aber jetzt aber mal, oder? Jetzt ist ja wohl mal vorbei. Also, es wird immer abgefuckter. Überall sind ein paar Brocken weg. Es wird immer ein bisschen abgeänderter. Okay, Herzklopfen. Okay, Leute. Okay, okay, okay. Ja, komm, jetzt mal gut. Schon wieder. Nochmal. Komm, nochmal. Diese Soundeffekte, Alter. Ich kann es auch nicht mehr ab hier. Los, weiter, komm. Ich will jetzt mal wieder so ein dunkles, richtiges Creepy-Level haben. Aber sonst ist halt schwer, mit so einem Mario Maker und Kinderspielen, vermeintliches 2D-Game, irgendwie ein Dings, ein Creepy-Game hinzukriegen. Okay, kann ich hier ausbrechen oder so? Nee. Das Rohr ist schon abgebrochen. Trotzdem klappt's. Was? Alter, nochmal. Nochmal. Wo ist das Ziel? Lass mich rein, lass mich raus, würde ich sagen. Das ist für rein. Lass mich raus hier. Ich hab genug von dem Spiel. Okay, nice. Nice, ja. War ein bisschen mysteriös, creepy oder wie man es auch mal nennen will, aber der große Spooky-Effekt ist halt echt ein bisschen schwer zu finden in solchen Levels.
So, als nächstes Call of Cthulhu. Ihr kennt ja, viele von euch werden Cthulhu kennen. Und hier ein bisschen Mario das Ganze. Cthulhu, you're leading this voyage. Okay, ich bin gespannt, was da auf mich wartet. Es soll eins der gruseligsten Creepy-Level sein überhaupt. So, ich fange direkt an mit diesem ekligen Geräusch. Okay, ich brauche 15 Münzen, um das Level zu beenden. Oh, diese Musik, geil. Eine Münze. Oh, ich wäre fast gestorben. Diese Geräusche. Okay, das sind die Carmex. Die wohnen hier wahrscheinlich oder so. Okay, ich muss die Münzen einsammeln. Okay, oh! Okay, kann ich rüberspringen. Okay. Hier brauche ich eine. Oh, lass uns das schnell beenden hier. Diese Häuser, da wohnen die ganzen Carmex, die so reiten auf den Dings. Das hat schon was irgendwie. Ist hier noch was? Nee. Da muss doch was sein. Oh, ein Glas, was zerbricht. Habt ihr das gehört? Okay, hier ist nichts, okay. Ah, das soll ein riesen Tintenfisch sein. Cthulhu ist ja auch so Tintenfische und Tentakelwesen und sonstiges. Das ist so... Ah, da war eine Münze. Fuck. Bitte, lass mich rein. Diese Geräusche. Dass es solche Geräusche überhaupt gibt in Mario Maker. Das wundert mich gerade voll. Ahnt mal, diese... Münzen. Sie leiten mir den Weg. Okay, zwei noch. Eine noch. Okay, ich habe alle Münzen. Oh. Alter, ein Glas, was zerbricht. Wie krass. Die Soundkulisse ist krank. Habt ihr das gehört gerade? Was war das? In einem Mario-Spiel solche Geräusche? Das ist wirklich verstörend und vielleicht sogar zu gruselig. Ich guck mal kurz. Warte mal. Mario Maker, das ist ab 3. Leute, das ist ab 3 Jahre. Ich habe jetzt nochmal hier in der Hand. 3 Jahre. Und ohne Witz. Also, wir können das jetzt nicht so beurteilen, aber wenn man jünger ist, so richtig vielleicht 6 oder so, und so ein Level spielt und diese Geräusche hört. Was war das, Leute? Also ab 3 Jahre, ich weiß nicht. Also ist ja nichts heftig, ist ja nur eine Soundkulisse, aber Leute, mal ohne Scheiß. Schon ein bisschen heftig, so. Also für die Geräusche, wenn du das so voll... Oh, na, da haben sie mich aber wieder gekriegt hier. Oh, jetzt wird die Zeit noch eng. Scheiße, aber ihr habt nicht, glaube ich, verstanden, ne? Das ist, übertreiben sie hier. Oh Gott, es geht mein Licht aus. Was? Was passiert hier? Ich sitze jetzt hier im Dunkeln. Was? Lol, schnelles Ziel. Lol. Ach, es ist 22 Uhr, genau 22 Uhr. Hier ist der Beweis. Ja, und das ist mein Gesicht mit der Face-App. Ganz, ganz alt gemacht. Immer wieder älter. Hallo. Ja, da habt ihr gesehen. Warum habe ich das jetzt im Hintergrund? Fragt nicht. Fragt einfach nicht, Leute. Und genau um 22 Uhr gehen meine Lichter immer aus. Das habe ich eingestellt. Aber genau dann, wenn ich ein Creepy-Level spiele, das Ganze ist schon creepy an sich, Leute. Meine Fresse. Geile 3 Levels gespielt. Es hat mir Spaß gemacht. Es war jetzt nicht so der große Schocker dazwischen, aber es ist auch schwer mit einem 2D-Mario-Spiel sowas hervorzurufen. Aber wenn ihr es vielleicht schafft, mir ein Jumpscare-Level, also was ruhig ist, wo ich mich erschrecke oder sowas zu bauen, macht es und schickt es mir. Denn in der nächsten Folge, haltet euch alle fest, spiele ich wieder Troll-Level und nicht irgendwelche, sondern welche von euch. 3 Troll-Level von euch werden gespielt in der nächsten Folge. Also postet fleißig hier rein. Ich bin damit raus. Wünsche euch einen wunderschönen Tag. Haut rein, ciao und tschüss. Euer Kapitän Theo.